Robert Gernhardt, der Uhu und der Hase. Ein alter Uhu trat eines Tages vor den Hasen hin und sagte: Ich glaube zuversichtlich, schneller als du laufen zu können. Daher bitte ich dich, deine Kräfte mit den meinen zu messen. Der Hase nahm die Herausforderung an. Und an einem vereinbarten Tage fanden sich beide im Gottfried-Hammer-Stadion ein, dessen Ränge schon dicht besetzt waren. Der alte Uhu, der in sehr guter Form antrat, ging sogleich nach dem Startschuss in Führung. Er hielt den ersten Platz auch während der drei angesetzten Runden, doch in der Zielgeraden holte der Hase auf. Brust an Brust zerrissen beide das Zielband. Und erst das Zielfoto und der Videobeweis klärte einwandfrei, dass der Hase den Lauf gewonnen hatte. Der alte Uhu nahm das Ergebnis jedoch in sehr unsportlicher Haltung auf. Er bezichtigte die Jury der Schiebung, trat dem Hasen gegen das Bein und beschimpfte Meister Grimbart, einen der Schiedsrichter, als alten Frechdachs. Aufgrund dieser Vorfälle schloss ihn der Verband aus und erteilte ihm überdies ein zweijähriges Startverbot. Moral: Suche das Unrecht nicht bei anderen, wenn du es auch bei dir selbst finden kannst. Denn was ein alter Uhu ist, muss sich damit abfinden, nicht mehr zu den Jüngsten zu zählen. Und wer es mit den Hasen aufnehmen will, muss sich eben sputen.